In diesem Video sprechen wir über den selbsternannten Stern am deutschen Automobilhimmel, die Daimler AG. Und wir klären natürlich auch die Frage, ob die Aktie nach der starken Rallye der letzten Monate nach wie vor ein Kauf ist oder doch überbewertet. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir sprechen heute mal über die deutsche Daimler AG, die sich knapp in der letzten Abstimmung in meiner YouTube-Community gegen Airbnb behauptet hat. Aber dafür steht Airbnb in der nächsten Abstimmung wieder mit zur Wahl. Deswegen schau von Samstag bis Dienstag in die YouTube-Community und wähle mit, was ich mir als nächstes für eine Aktie etwas genauer anschauen soll. Genug der Vorrede, steigen wir ein und schauen uns mal die Daimler AG etwas genauer an und gucken wir auch mal, ob denn das Unternehmen bzw. die Aktie nach der starken Rallye der letzten Monate nach wie vor in Kauf ist oder vielleicht eher überbewertet. Wie immer starten wir mit dem langfristigen Chart des Unternehmens und ganz ehrlich, der schaut alles andere als gut aus. Wenn man mal schaut, hier seit 1992 geht der Kurs sozusagen los, ging steil nach oben, hier so zu Dotcom-Crash-Zeiten bzw. kurz davor, dann ging es bergab, noch tiefer ging es zur Weltfinanzkrise, dann hat es sich erholt. Naja, und dann ging es bergab und nur Corona hat das Ganze dann nochmal tiefer gebracht. Seitdem geht es jetzt wieder nach oben, aber wenn man mal ehrlich ist, so richtig vorwärts geht es nicht, sondern eher so zur Seite. Wir schauen uns das gleich nochmal etwas genauer an und bringen das Ganze auch in den Kontext der Bewertung. Aber erstmal ist das langfristige Bild alles andere als vielversprechend, sondern eher etwas, was leider nur zur Seite läuft. Die Daimler AG teilt sich heute übrigens in drei Bereiche auf. Einmal der bekannteste Bereich, wo am meisten Sterne natürlich auch mit rumfahren, das ist die Mercedes-Benz AG, in dem mittlerweile sowohl die Automobile als auch die Vans gebündelt werden. Daimler hat jetzt hier gerade erst vor kurzem eine Reorganisation des Konzerns vollbracht, wo sie genau diese Cars- und Vans-Sparte sozusagen, also ihre PKWs und Busse, in eine AG kombiniert haben und ebenfalls hier Daimler Truck, also Trucks und Busse, auch das in eine eigene AG kombiniert. Das soll dann auch separat an die Börse gehen. Und hier als dritter Bereich die Daimler Mobility AG, in denen dann Finanzservices und sonstige Mobilitätsdienste gebündelt sind. Wenn man sich mal so ein bisschen die Marken anguckt, die unter der Daimler AG verheiratet sind, natürlich ist da Mercedes-Benz ganz oben, auch AMG und Maybach kennt man mittlerweile. EQ ist ein bisschen was Neueres, da geht es dann eben um Elektromobile. Mercedes Me ist dann so die Online-Services, die das Ganze kombinieren. Smart sind die kleinen Flitzer, die es immer noch gibt. Und gerade Freightliner, vielleicht weniger bekannt, aber in Amerika einer der führenden Hersteller von Trucks. Und da ist Mercedes dann nicht unter Mercedes Trucks aktiv, sondern eben unter Freightliner. Die restlichen Marken, ich muss ehrlich sagen, zum Teil kenne ich sie nicht natürlich. Mercedes-Benz Bank und Financial Services, das erklärt sich von selbst. Aber ansonsten sieht man, dass Mercedes nicht immer nur unter dem Stern aktiv ist, sondern da, wo es Sinn macht, in einzelnen Märkten, sehr konzentriert eben auch mit eigenen Marken bzw. mit separaten Marken und nicht mit dem Stern, den wir sonst so kennen. Aber wir wollen uns natürlich trotzdem mal so ein paar Autos angucken. Was macht Mercedes denn eigentlich? Natürlich PKWs, sie machen Sportwagen, sie machen Busse. Hier sehen wir dann sozusagen die künftige Elektromobilitätssparte. Und natürlich wollen wir uns das Ganze auch mal ein bisschen im moderneren Umfeld anschauen. Hier die Trucks, hier die neuesten Modelle im Elektromobilantrieb. Hier sehen wir übrigens mal einen Freightliner. Das ist dann im Prinzip sozusagen die Mercedes-Bus-Sparte aus Amerika. Und hier dieses neue digitale Cockpit, was Mercedes ja jetzt gerade erst rausgebracht hat und womit sie sich so ein bisschen in die Moderne positionieren wollen, nachdem ihnen ja lange eher ein altmodisches Image angehaftet ist. Jetzt schauen wir uns mal ein bisschen an, wie sich Mercedes auch gerade in der Corona-Krise behauptet hat. Ja, natürlich durchaus spannend, was da letztes Jahr passiert ist. Und da hat es natürlich Mercedes ebenfalls sehr stark getroffen, beziehungsweise die Daimler AG, auch wenn ich immer Mercedes sage. Und da sehen wir ja, die Umsätze sind hier um 15% zurückgegangen von 2019 auf 2020, beziehungsweise hier die Anzahl der verkauften Fahrzeuge entsprechend logischerweise auch der Umsatz, aber nicht ganz so stark, 11% eingebrochen. Den EBIT haben sie durch Sondereffekte hochgehalten, nämlich wenn man den EBIT um die Sondereffekte bereinigt, ging es hier sogar stärker runter als im Umsatz, minus 16%. Wenigstens konnte der freie Cashflow wahrscheinlich durch die Sondereffekte entsprechend nach oben gepusht werden und dementsprechend sieht man ein gemischtes Bild, aber natürlich eben eine starke, einen starken Einfluss von Corona auf die Daimler AG. Jetzt gucken wir uns mal die einzelnen Bereiche da ein bisschen genauer an. Jetzt sind wir hier in dieser neuen Cars and Vans Sparte, also die Fahrzeuge und die Vans, die es hier so gibt. Da hat man auch gesehen, die Mercedes hat hier tatsächlich auch die Zeit genutzt, 2020 sehr stark auch Personal abzubauen. Lass keine Krise ungenutzt, ist ja so ein
altes Sprichwort und das hat Mercedes bzw. die Daimler AG hier auch versucht, hat um 4% zumindest mal die Mitarbeiter reduziert. Sowas ist ja auch nicht immer einfach, gerade jetzt in Deutschland. Das sind jetzt natürlich weltweite Zahlen. Insofern ist es in anderen Ländern teilweise auch ein bisschen einfacher, sich hier auch mal vom Wasserkopf zu trennen. Wobei, genau wissen tun wir jetzt nicht, ob das eher die Mitarbeiter auf dem Band waren, die da abgebaut worden sind, oder ob es wirklich der Wasserkopf in der Zentrale war. Meistens ist es ja eher dann doch das, was am Band passiert und nicht das, was in der Zentrale passiert, was abgebaut wird. Die fixen Kosten konnten gesenkt werden. Man hat aber eben auch die Forschungskosten stark reduziert, um über 11%. Und das ist natürlich etwas, was gerade jetzt so zu Zeiten, wo man sich ja über Elektromobilität, neue Technologien, auch die Thematik, dass das Auto immer mehr ein Smartphone eigentlich auf Rädern wird, vielleicht nicht unbedingt das Beste, aber es war vielleicht gerade auch unter Gesichtspunkten von Corona, wo man nicht genau wusste, wie lange geht das Ganze und wie entwickelt sich es, vielleicht ein sinnvoller Schritt. Das wird sich dann eben noch mit der Zeit zeigen. Aber wenn man überlegt, welche Dinge die Unternehmen im Automobilbereich jetzt die nächsten Jahre noch erschaffen bzw. überwältigen müssen, dann ist das natürlich auch ein Punkt, wo man eher nicht sparen sollte im Moment. Gucken wir uns mal an, wie sich die Fahrzeugzahlen dann aber danach entwickelt haben. Da sehen wir eine starke Entwicklung. Wir sehen hier in China Einbruch natürlich durch Corona extrem zurückgegangen, was die Anzahl an verkauften Fahrzeugen anging. Man sieht aber auch, dass es sich extrem schnell erholt hat und auch über dem Vorjahresniveau ist. Europa nicht ganz so, also schnell erholt ja, aber nicht mehr Vorjahresniveau jetzt hier zum Ende des Jahres schon, aber eher auf Vorjahresniveau, ist aber auch eher ein gesättigter Markt. Und Amerika ebenfalls hat sich zwar stark erholt, nicht so wie in Europa und in China und auch nicht auf über Vorjahresniveau, aber man sieht, wie schnell sich dann nach Corona auch die Fahrzeugverkäufe bei Mercedes wieder erholt haben. Jetzt gucken wir uns mal an, welche Fahrzeuge verkauft Mercedes dann eigentlich hauptsächlich, also Mercedes tatsächlich als Marke mit dem Stern vorne auf den Fahrzeugen, auch mal ganz interessant zu sehen. Nämlich, dass ein großer Teil tatsächlich hier die SUVs sind und die sind, obwohl Corona war, stärker gestiegen oder hatten einen höheren Verkaufsanteil als in 2019. Also man sieht, warum auch immer mehr SUVs von Mercedes herausgebracht werden, weil einfach das ist, was nachgefragt wird und was sich am besten verkauft. Da sind auch höhere Margen drauf und dementsprechend auch kein Wunder, dass sich das hier entsprechend stark erhöht hat. Wir sehen aber ansonsten S-Klasse, E-Klasse, C-Klasse und A- und B-Klasse. Alle sind hier die Zahlen sozusagen zurückgegangen. Und auch interessant zu sehen ist eigentlich für mich, ich hatte das bisher noch nicht so im Blick, dass die E-Klasse sich besser verkauft als die C-Klasse, zumindest 2020. Auch interessant mal. Ich dachte immer, die C-Klasse würde sich da deutlich über mehr Absatz freuen. Aber so sieht man eben, dass SUVs hier einen absoluten Großteil der Fahrzeugverkäufe ausmachen. Natürlich würde man jetzt SUVs gegenüberstellen zu Nicht-SUVs, dann wäre der Anteil in Summe immer noch größer. Aber die SUVs an sich machen da schon mittlerweile einen echt großen Anteil aus. Jetzt gucken wir uns mal die Truck-Sparte an. Auch die hat sich ja nach Corona dann stark erholt. Es gab ja auch einen hohen Bedarf an Fahrzeugen, an Logistik, die das Ganze ja dann zu den Leuten nach Hause bringen. Und es gab überhaupt einen hohen Logistikbedarf, nachdem sich das Ganze, der erste Schock erstmal so ein bisschen gelegt hat. Wir sehen aber, Europa hat dann relativ schnell sich erholt, war am Ende des Jahres auch über Vorjahresniveau. Wir sehen hier in Nordamerika eher wieder auf Vorjahresniveau erholt. Auch Asien ist nicht so richtig zurückgekommen in dem Feld. Also hier tut sich tatsächlich Daimler noch ein bisschen schwer, was die Erholung wieder angeht. Außer jetzt eben in Europa. Und da muss man sagen, ist dieses Jahr tatsächlich oder jetzt aktuell gerade ein bisschen schwächer, was Transport angeht. Insofern mal schauen, wie da die nächsten Zahlen werden. Die Weichen wurden zumindest mal gestellt dafür, dass das Truck- und Busgeschäft separat an die Börse geht. Die Hauptversammlung hat zugestimmt. Insofern wird es da wohl eine Ausgliederung geben. Wie genau das dann abläuft, das werden wir dann nochmal sehen. Und was das genau für Aktionäre bedeutet, weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht im Detail. Aber das wird sich dann zeigen, wenn das alles noch ein bisschen weiter fortgeschritten ist. Die meisten Umsätze macht Mercedes bzw. die Daimler AG übrigens nach wie vor in Europa. Auch wenn der Anteil abgenommen hat, sehen wir, dass es hier 64% in Europa sind, davon 25% in Deutschland. Der nächstgrößere Bereich ist hier Nordamerika, 43%, wobei auch hier der Großteil aus den Vereinigten Staaten von Amerika kommt, 38% knapp. Und dann gefolgt von Asien knapp 40% und hier China mit 21%, was hier so einen Anteil ausmacht. Also wir sehen Europa klar nach wie vor der wichtigste Markt für Daimler und dann noch nicht mal gefolgt von China, sondern tatsächlich erstmal gefolgt von Amerika. Aber wir haben ja schon gesehen, dass China stark aufholt. Wir sehen auch, dass hier die Rückgänge noch am geringsten sind. In China sogar am stärksten noch, was das Wachstum angeht. Da sieht man sogar zu 2019 ein Wachstum im Vergleich zum Vorjahr. Insofern natürlich ein absoluter Wachstumsmarkt auch für Mercedes-Benz.
Jetzt schauen wir uns mal an, wie sich denn hier die Zahlen dann eben entsprechend verändert haben in China über die Jahre hinweg. Wir sehen genau diese Entwicklung von 2019 auf 2020, dass einfach in Summe viel mehr Fahrzeuge produziert worden sind. Wir sehen auch, dass mehr Fahrzeuge mittlerweile dort vor Ort produziert werden, auch mehr Fahrzeuge importiert, weil der Bedarf einfach groß ist, aber die Produktion in China direkt ist mittlerweile deutlich hochgefahren worden und wir sehen einfach dieses Wachstum, was für Mercedes ganz entscheidend ist und wahrscheinlich auch ganz entscheidend sein wird, auch für die nächsten Jahre. Und damit bleibt natürlich auch spannend, auch für ein Unternehmen wie die Daimler AG, wie sich die Lage und die politische Lage bilateral zwischen Europa und China noch weiterentwickelt. Denn da schwebt immer so ein bisschen das Damoklesschwert natürlich auch von irgendwelchen Sanktionen und Fahrzeugverkaufsverboten irgendwie im Raum. Nicht, dass es bisher ausgesprochen worden ist, aber dieses Risiko steht ja irgendwo da. China hat ja mittlerweile auch sehr viele eigene Autohersteller, die ja auch einiges auf sich halten können. Aber das trifft natürlich dann alle deutschen Automobilhersteller, VW allen voran. Insofern ist das nichts, womit Daimler alleine dasteht. Gucken wir uns mal den letzten Bereich von Mercedes bzw. von der Daimler AG an. Ich versuche es noch zu lernen. Das ist dieser Mobility Service, eben auch viel unter der Marke Your Now. Bekannter vielleicht ein bisschen Free Now. Früher war das auch My Taxi. Auch das hat sich Mercedes, die Daimler AG, mal eingenordet. Car2Go, Drive Now, Share Now, all das gehört hier ebenfalls dazu. Und dann hier eben auch noch solche Park and Charging Solutions. Und wir haben ja gesehen, da gehört dann eben auch noch der Finanzbereich dazu, also eben auch die Banken und die sonstigen Finanzdienste, die eben in der dritten Sparte ebenfalls dazugehören. Jetzt gucken wir uns mal die Entwicklung des Unternehmens und vor allen Dingen die Unternehmenskennzahlen im Aktienfinder ein bisschen genauer an und starten wir immer mal mit dem Umsatz. Und da sehen wir, dass der sich hier tatsächlich seit der Finanzkrise dann auch ganz ordentlich wieder erholt hat. Natürlich kam jetzt hier dieser Einbruch 2020. Aber wir sehen natürlich, dass dieser Einbruch in der Finanzkrise viel enormer war. Wenn man auch mal bedenkt, gerade Amerika sehr stark gebeutelt und dementsprechend als zweitgrößter Markt für Mercedes-Benz natürlich auch extrem wichtig. Wir sehen, wir sind immer noch nicht auf den Vorniveaus von 2000 oder von vor der Finanzkrise. Also zu den Umsatzzahlen sind wir nicht zurückgekommen. Das ist ja auch so ein bisschen das, was wir schon im Chart des Unternehmens gesehen haben, dass da langfristig nicht dieser Umsatzwachstum da ist, den man sich dann erhofft. Aber zumindest jetzt seit der Finanzkrise durchaus wieder positive Zeichen, auch wenn jetzt hier Corona so ein bisschen Strich durch die Rechnung zwischendurch gemacht hat. Wir sehen leider auch, dass so ein bisschen seit der Finanzkrise aber auch die Margen zurückgegangen sind. Also wir waren hier irgendwo im Umfeld von an die 30%. Die Bruttomarge ist jetzt zuletzt zurückgegangen auf unter 20% oder knapp 20%. Jetzt sind wir hier wieder bei 21%. Naja, hier oben waren es nicht ganz 30, es waren vielleicht eher 25. Aber wir sehen zumindest, dass es zurückgegangen ist. Hier unten, wir sehen zumindest mal, dass jetzt nach Corona die Prognosen auch eher wieder erhöht sind, also die Margen ansteigen. Hier unten im Bereich operative und Nettomarge, da hält sich das auch einigermaßen stabil. Aber mit 8% ist das natürlich auch weit entfernt von dem, was andere Unternehmen gerade aus dem Technologiebereich machen und weiter investieren können. Wir haben uns gerade schon die Unternehmensbereiche angeguckt. Da hat sich natürlich auch ein bisschen was verändert, logischerweise, was die Umsatzsegmentierung angeht. Wir sehen hier einen anderen Balken als zuvor. Wir sehen jetzt hier nur noch die drei Bereiche. Mercedes-Benz Cars and Vans. Dann sehen wir hier die Mercedes oder die Daimler Trucks, wie es jetzt heißt, und eben Daimler Mobility. Vorher war das noch anders aufgegliedert. Deswegen sieht man hier, wie sich das so ein bisschen verändert hat von der Grundstruktur her. Und wir sehen natürlich den Rückgang, den es hier 2020 dann auch gegeben hat. Schauen wir uns mal die Entwicklung des Gewinns und der Cashflows an. Und da sehen wir auch so ein Bild, was nicht gerade so Juhu schreit. Wir sehen zwar seit 2008, 2009 nach der Finanzkrise steigende Gewinne, aber auch schon vor Corona ging es wieder nach unten. 2018, 2019 hatten wir eher sinkende Gewinne. Jetzt 2020 ging es dann natürlich nochmal runter vom Grundsatz her. Jetzt soll es eher wieder steigen und zwar auch stark steigen. Aber wir sehen auch langfristig gab es durchaus mal Verlustjahre. Auch nach dem Dotcom-Crash, nach der Finanzkrise bzw. währenddessen. Und man kam gerade so ein bisschen hoch, jetzt runter, aber so richtig ein solides Umsatz- und Gewinnwachstum sehen wir über einen langen Zeitraum nicht. Was aber auch bei sowas Zyklischem wie Automobilen nicht ganz so verwunderlich ist, aber das muss man einfach bedenken, wenn man sich so eine Aktie anguckt. Der freie Cashflow sehen wir, der ist jetzt wieder positiv und vor allen Dingen deckt er auch mal wieder die Dividende im Vorfeld lange Zeit nicht, ja. Also wir sehen, im Endeffekt kann sich Daimler gar nicht so viel Dividende eigentlich leisten, wie sie sich tun. Und das sehen wir auch, wenn wir mal ein bisschen auf die Bilanz gucken, auf den Bilanzüberblick. Die ist zwar vom Grunde her absolut solide. Wir sehen ja auch, dass das zu verzinsende Schulden absolut gedeckt ist durch das Kernvermögen und dann eben auch noch Cash und Wertpapiere da sind. Also insofern alles kein Problem. Wir sehen aber auch hier, dass es lange Phasen gab, in denen es eigentlich gar keine Tilgungsfähigkeit und gar keine Tilgungskraft gab, um die Schulden eigentlich abzubauen. Deswegen natürlich auch die Schulden eher zugenommen. Jetzt die letzten ein, zwei Jahre hat das dann eben wieder angenommen, dass es jetzt hier eine gewisse Tilgungskraft gibt.
Insofern Bilanz solide, aber so richtig stark, wo man sagt, das Unternehmen verdient Unmengen an Geld und es kann weiter investieren und strotzt vor Kraft. Das jetzt vielleicht nicht, aber auch nichts, worüber man sich wirklich Sorgen machen müsste. Weiterhin solides Unternehmen, aber jetzt nichts, was vor Wachstum und Innovationskraft, vielleicht schon was die Autos vom Grundsatz her angeht, aber nichts, wo man sagt, naja, sie haben wirklich und sie verdienen auch wirklich Geld ohne Ende, wie man das vielleicht aus anderen Branchen so kennt. Das bildet sich natürlich dann auch bei den Aktienrückkäufen wieder, die gibt es natürlich nicht, ne? Lange Zeit hier flach, woher soll es auch kommen? Man nimmt das Geld ja dann lieber für die Dividende und das restliche Geld muss man ja auch in die Firma stecken, für die Weiterentwicklung der Firma und dann eben die Dividende auszahlen, weil das ist, was natürlich auch in Deutschland gerade sehr oft beachtet wird. Übrigens kommt dazu am nächsten Dienstag ein Video raus, wo ich mal ein bisschen über die Dividendenrendite sprechen möchte und die auch mal ins rechte Licht rücken möchte, denn wir haben ja in Deutschland durchaus eine Fokussierung auf die Dividendenrendite, die nicht immer so ganz gesund ist, weil oft ist es nur Schmerzensgeld. Also nächsten Dienstag auf jeden Fall mal in den YouTube-Kanal hier gucken und das neueste Video, da gehe ich da mal ein bisschen drauf ein. Und was wir jetzt hier eben sehen, ist natürlich auch, naja, Dividenden, also Aktienrückkäufe sind gar nicht möglich, ist ja auch sinnvoll, wenn man kaum die Dividende zahlen kann, warum soll man dann auch noch Aktien zurückkaufen. Jetzt schauen wir mal auf die ersten Bewertungen, KGV und Co. Da sehen wir, KGV absolut niedrig im Moment, knapp 6. Bereinigte KGV ist etwas über 6, wenn man sich mal den historischen Durchschnitt angeschaut, also diese gepunkteten Linien hier, die beiden unteren, die es hier gibt, sehen wir, das ist jetzt hier weit unten drunter. Vor Corona, da war es oben drüber, aber wir sehen jetzt im Moment von der Bewertung, auch der historischen Bewertung, sehr niedrig. Dividendenrendite 1,8% und das gucken wir uns jetzt gleich noch mal ein bisschen genauer an, wenn wir jetzt hier in die Darstellung gehen. Dann sind wir jetzt hier relativ niedrig. Daimler hat auch durchaus schon mal eine Dividende gehabt von über 10%, aber das war mitten in der Corona-Krise. Wenn man da natürlich gekauft hätte, dann hätte man gekauft für eine Dividendenrendite, die zweistellig war. Danach wurde die Dividende aber auch eben entsprechend gekappt und reduziert, soll jetzt aber wieder stark erhöht werden und wurde im Vorfeld auch schon immer wieder erhöht, aber dann auch schon 2019 gesenkt, 2020 gesenkt und jetzt soll es eben langsam wieder hochgehen. Insofern, ja, zahlt Dividende, steigert die Dividende jetzt auch schön, aber ganz so sicher ist sie auf der anderen Seite eben nicht. Jetzt gucken wir uns mal den Piotrowski-Score zu Daimler an und der ist soweit solide, 5 von 9 Punkten. Einzige Themen hier, Liquidität ist gesunken, neues Eigenkapital wurde aufgenommen, vielleicht im kleineren Bereich, im Aktienfinder haben wir es gerade nicht gesehen. Margen haben wir ja schon gesagt, dass die eher zurückgehen vom Grundsatz her. Produktivität ist ebenfalls gesunken. Also solider Bereich, 5 von 9, auch nichts, was Juhu schreit, aber soweit vollkommen okay. Und dann gucken wir nochmal in den Levermann-Score rein. Der sagt aber eher verkaufen, ein Punkt lediglich, liegt eben auch daran, Eigenkapitalrendite niedrig, EBIT-Marge niedrig. Wir haben hier eben auch eine relativ schlechte Analystenmeinung, also in Summe auch nichts wirklich ganz so Berauschendes, was wir so in Summe sehen. Das Einzige ist das Kursverhalten der letzten Monate und auch das KGV, was wir gerade schon angesprochen haben, das spricht für eigentlich eher eine gute Entwicklung, aber wir sehen in Summe, sagt der Levermann-Score, lieber die Finger davon weglassen oder sogar, wenn man sie jetzt im Depot hat, verkaufen. Dann schauen wir doch mal in den Aktienfinder, was der sagt, wenn wir uns die Unternehmensbewertung angehen. Und ich habe hier tatsächlich mal den Fair Value auf Basis des Cashflows ausgeblendet, weil der komplett durch die Decke gegangen ist und das ganze Bild hier verzerrt hat. Aber ansonsten, was wir hier sehen, wie immer, ist natürlich in Schwarz den Aktienkurs des Unternehmens. Wir sehen in Grün den Fair Value auf Basis des bilanzierten Gewinns und in gestrichelt auf Basis des bereinigten Gewinns. Und da sieht man eigentlich schon ganz schön, dass sich der Kurs irgendwo in die Richtung auch entwickelt hat, aber auch hier wäre der Kurs schon unterbewertet gewesen in 2017. Das hat einem nicht viel geholfen. Wenn man da gekauft hätte, wäre der Kurs trotzdem runtergegangen. Insofern muss man das auch alles immer mit so einer Prise Vorsicht betrachten. Im Moment sind wir auf jeden Fall auch wieder unterbewertet und zwar sogar recht ordentlich. Wir haben hier ein Potenzial bis Ende 2024, wenn man mal nur auf den Fair Value des bereinigten Gewinns schaut, von 65% oder knapp 16% pro Jahr, wenn das denn so eintritt. Und das ist natürlich schon so eine schöne Rendite, die man mit einer Daimler dann erreichen könnte, wenn das denn so kommt. Die Prognosen für Gewinn geben das auf jeden Fall her. Aber ob die das dann auch immer so hergeben, auch im Blick auf die Vergangenheit, das ist natürlich dann die Frage. Insofern muss man das, wie gesagt, immer mit ein bisschen Vorsicht betrachten. Aber vom Grundsatz her sind wir hier nach wie vor, obwohl der Kurs die letzten Monate extrem stark gelaufen ist, noch unterbewertet im Vergleich zu den fairen Werten des Aktienfinders. Jetzt gucken wir uns mal an, wie das Ganze in der Charttechnik ausschaut, weil das gibt uns ja immer noch mal einen anderen Blick. Und dazu gucken wir zuallererst mal wieder auf das langfristige Chartbild, was wir uns schon angeschaut haben. Und da sehen wir, und ich habe es hier mal versucht, ein bisschen einzuzeichnen, mal hier im Prinzip so eine Seitwärtsphase langfristig. Wir sehen, hier oben ist irgendwo so ein Deckel drauf, der wurde dann vor der
im Prinzip vor dem Dotcom-Crash noch so ein bisschen überschritten. Dann ging es hier 2015 noch mal bis hier oben hin und seitdem eigentlich nur noch bergab. Dann hier sehen wir mehrere Punkte. Hier unten nach Dotcom hat es gedauert bis 2003, bis es einen Boden gefunden hat. Dann nochmal die Finanzkrise. Da ging es sogar unten drunter. Auch bei Corona ging es kurz unten drunter. Aber wir sehen so eine ungefähre Seitwärtsentwicklung seit 1997. Ich hätte es jetzt auch noch weiter rüberziehen können. Eigentlich seit 1992 ist das Ganze irgendwo in so einer Seitwärtsbewegung hin und her gelaufen. Im Moment sind wir schon wieder im oberen Bereich angekommen. Wir sind sehr stark gelaufen hier nach dem Zusammenbruch nach Corona. Und was wir auch sehen können, ist, dass es hier oben im Moment so eine Zone gibt. Wurde im Prinzip hier schon 1997, 1998 angelaufen, 2000. Wir hatten hier das Hoch 2007. Wir hatten hier so eine Zone, in der der Kurs auch mal Halt gemacht hat, hier so 2015 bis 2016. Auch hier 2018 ging es nochmal hin und jetzt eben 2021 sind wir wieder hier in diesem Bereich. Und just in dem Bereich geht es eben jetzt auch mal wieder nach unten und der Kurs macht eine Verschnaufpause, was aber nach dem starken Anstieg auch alles andere als verwunderlich ist. Und deswegen gucken wir uns den mal so ein bisschen genauer an. Und da sehen wir vom Grundsatz her eigentlich ganz schön, der Kurs ist ja hier schon wirklich seit 2015 in den Rückwärtsgang gegangen. Und wir haben hier eigentlich ganz schön gesehen, dass man zumindest mal hier Ende 2020 hätte einsteigen können, wo diese Abwärtsbewegungen dann nach oben durchbrochen worden sind. Und danach ging es immer noch nach oben vom Tiefpunkt hier unten, da waren wir ungefähr bei 21 Euro, ging es jetzt tatsächlich momentan hoch bis 75. Also insofern, wer ganz am Tiefpunkt eingestiegen ist, der hat eine super Rendite mit Daimler gemacht. Wer hier eingestiegen ist, so ungefähr bei 45, der hat es noch nicht verdoppelt, aber hat auch schon mal eine schöne Rendite gemacht, wäre zumindest auch schon mal ein guter Weg gewesen. Und wir sehen, dass diese langfristigen Abwärtsbewegungen sowohl seit 2015 als auch hier eben seit 2018 nach oben durchschritten worden sind, was ja eher erstmal ein positives Signal ist, ganz grundsätzlich. Wir sehen aber eben auch, dass diese Bewegung jetzt hier schon sehr scharf war und sehr steil und sowas ja für gewöhnlich nicht in dieser Extreme so weitergeführt werden kann. Deswegen auch ganz gar kein Wunder eigentlich, dass es 2021 jetzt erstmal eben zu einer Pause kam und auch erstmal wieder hier runter musste. Aber der Kurs hält sich nach wie vor relativ stabil. Und wenn man mal so guckt, auch hier haben wir so eine Zone, die ja jetzt hier auch 2018 und eben auch hier 2016, 2015, 2016 eben in diesem Bereich war, wo sich der Kurs im Moment hält und erstmal eine Pause gemacht hat. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie denn die aktuelle Situation im Chart ist, ob die eher dafür spricht, dass es weiter nach oben geht oder ob die eher dafür spricht, dass es wieder nach unten geht. Und deswegen wechseln wir jetzt mal von der wöchentlichen Darstellung der Kerzen auf die tägliche Darstellung. Was wir hier sehen können, ist im Prinzip, seit Corona sind wir ja stark nach oben gelaufen. Und jetzt gibt es hier im Prinzip so ein bisschen so eine Erschöpfungsbewegung. Wir sehen hier wie so ein Deckel auf dem Kurs. Wir sehen, das kam zwar nochmal zu neueren Hochs, aber dann ging es wieder nach unten. Und wir sehen, wie es hier so ein bisschen so ein Deckel oben drauf ist, über den es bisher noch nicht oben drüber hinausgekommen ist. Wir sehen hier ein Hoch, wir sehen ein höheres Hoch, aber jetzt erstmal noch ein tieferes. Und da muss ich erstmal zeigen, dass das Ganze hier oben drüber hinausgeht. Vom Grundsatz her nach solchen starken Bewegungen nach oben ist das auch gar nicht verwunderlich und auch erstmal nicht unbedingt schlecht, dass das Ganze eine Pause macht. Denn wir sehen auf der anderen Seite auch, dass hier unten so ein Boden drin ist, der einigermaßen hält. Hier wurde kurz nach unten verlassen, aber dann sofort wieder gekauft. Also einigermaßen stabil das Ganze auch nach unten hin. Das ist also eher mal positiv. Und was man dann eben entsprechend auch sehen kann, ist, wir sehen jetzt hier zumindest mal über die letzten Monate so einen Abwärtstrend, der aber durchaus nach oben aufgelöst werden könnte. Und wir sehen hier auch schon ein bisschen Stärke, die reinkommt. Also insofern durchaus das Potenzial, dass es weiter nach oben geht. Und wir haben ja gerade im Aktienfinder gesehen, dass das Potenzial, zumindest was die Gewinnentwicklung angeht, durchaus noch da ist für die nächsten Jahre, wenn das Ganze dann auch wirklich so eintritt und wir jetzt da nicht wieder irgendeinen zyklischen Rücksetzer sehen würden, was die Automobilverkäufe angeht oder irgendwelche anderen Probleme bei der Daimler. Wenn man jetzt sagen würde, man steigt hier ein, ne, man nimmt diese Abwärtsbewegung und sagt, okay, sobald es oben drüber hinausgeht, dann würde man einsteigen, dann kann man den Stopp ja hier wunderbar unten drunter setzen und dieses Tief, das sind ungefähr 15% Abstand und das ist ja so verkehrt schon mal nicht. Auf der anderen Seite, ne, bitte auch bedenken, wir haben hier durchaus eine starke Unterstützungszone, selbst wenn es hier oben drüber hinausgeht. Spätestens hier oben haben wir durchaus auch nochmal alte Hochs, die als absolute Unterstützungszone dienen können. Ja. Also es kann durchaus sein, dass es hier noch oben drüber hinausgeht, aber es wäre auch nicht verwunderlich, bei dem, wie der Chart jetzt eben über die Jahrzehnte hinweg aussieht, dass das Ganze da oben doch wieder einen Deckel findet und vielleicht wieder in sich zusammenkracht und Daimler eben dieses zyklische Hin und Her weiter fortzeigt, was sie eigentlich schon seit ja, über 20 Jahren zeigen. Da hängt natürlich auch viel die Frage mit drin, viel mehr als in den letzten Jahrzehnten,
wie natürlich Daimler sich jetzt bei dieser Wende hin zur Elektromobilität oder vielleicht auch hin zu anderer Mobilität entwickelt und wie sie sich da aufstellen können, wie sie sich natürlich gegen die neuen Wettbewerber nicht nur aus Amerika, sondern auch aus China, aber natürlich auch eine sehr stark agierende VW hier überhaupt behaupten können. Insofern bleibt abzuwarten und da steckt auch noch viel Fantasie und Thema im Kurs mit drin, was das Ganze extrem bewegen kann. Also nicht vergessen, auf der einen Seite im Moment durchaus Potenzial, dass es noch nach oben gehen kann, sagt zumindest der Aktienfinder. Hier oben sind aber auch starke Unterstützungen drin, die das Ganze durchaus auch wieder nach unten bringen können. Aber vom Grunde her, wenn das Ganze jetzt mit der Gewinnentwicklung weitergeht, steckt da durchaus Potenzial drin. Aber ich würde das dann jetzt eben auch sehr eng begleiten und abwarten, wie sich das weiterentwickelt, ob sich diese langfristige Seitwärtsbewegung wirklich mal nach oben auflöst. Meistens setzen sich solche Seitwärtsbewegungen eher durch, auch wenn ich der Daimler wünschen würde, dass es anders wäre. Ich selbst habe die Aktie nicht bei mir im Depot. Ich bin kein Freund von solchen Seitwärtsbewegungen. Solche zyklischen Sachen, die kann man gerne mal kurzfristig handeln. Das mache ich dann auch gerne mal. Jetzt im Moment bin ich aber in der Daimler nicht drin. Das wäre erst wieder dann interessant, wenn es in so einer Zyklik weiter nach oben geht oder wenn es erstmal bergab gegangen ist und dann vielleicht wieder nach oben geht. Aber für mein langfristiges Ankerdepot ist mir das ehrlich gesagt einfach aus vielen Punkten, die ich gerade angesprochen habe, sowohl fundamental als auch charttechnisch, einfach nicht solide genug und vor allen Dingen nicht wachsend genug, als dass ich da rein investieren möchte. Und wenn du wissen willst, was ich damit genau meine und was da so alles für Kriterien dazugehören und was ich so alles unter meinem Ankerdepot definiere, dann melde dich gerne mal zum kostenlosen Erstgespräch bei mir. Würde mich freuen, wenn wir uns kennenlernen und ein bisschen mehr fachsimpeln können über das ganze Thema. Und ansonsten hoffe ich, das Video hat dir was gebracht. Hinterlass mir gerne einen Daumen nach oben und vergiss nicht, am Wochenende bei der Abstimmung mit dabei zu sein für die nächste Aktienanalyse auf der YouTube-Community. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.